Da sind wir wieder. Bei einer weiteren Folge Prison Architect. Wir waren stehen geblieben. Ja, genau. Wir haben hier unten angefangen, jetzt die Duschen zu bauen. Wo sind denn die eigentlich noch am Bauen? Eigentlich nirgendwo mehr. Beziehungsweise, wir müssen wahrscheinlich unten jetzt gerade die Werkstatt auch ein bisschen auf Vordermann bringen. Wir können auch weitere Bewährungsräume bauen. Die müssen wir bloß jetzt kurz planen, ein bisschen. Weil die müssen immer 5 auf 5 sein, das heißt, wir brauchen eine 7er Wand. Hier dann quasi so eine 5er Wand innen. So, und das wäre dann jeweils ein Bewährungsraum. Und den Bewährungsraum müssen wir dann immer. Moment mal, das könnte ich mal kurz gucken, ob das damit geht. Wo war es denn? Wo war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich vergesse das immer, wo dieses Werkzeug ist. Bei schnellem Bauen. Ach genau, klonen. Ob wir das hier nicht einfach so wie es ist. Klonen können komplett. Ja, wir können halt immer nur eine klonen. Aber das sollte, glaube ich, nichts ausmachen. Ja, die ist blockiert hier an der Stelle. Warum kann ich die hier nicht bauen? Ach klar, die braucht ja das Fundament runter. Ah, verdammt. Das heißt, Fundament bauen. 7. 7. So. Nee, das passt so nicht. Das muss doch auch. Oder? Ach, verdammt. Ich warte jetzt. Ich baue immer die Räume jetzt am besten einzeln. Wobei. Doch, ich baue die Räume jetzt am besten einfach einzeln. Damit es dann auch vonstatten geht. Damit das dann auch genau passt. Genau, jetzt haben wir hier unten die Dusche. Haben wir jetzt schon mal soweit so drin. Das heißt, wir können jetzt mal den Strom hier runterlegen. Strom, Strom, Strom. Ja, hier hinten wird es immer mehr. Das heißt, hier muss doch irgendwas sein. Halt, wir machen hier einen kompletten Zellenblock. Na, ich will immer Zellenblock anklicken. So. Oder wir machen es einfach mal so. Dann können wir hier unten auch schon mal anfangen, den Bereich hier einzurichten. Sehr die Duschen zu bauen. Aha, und wir hören, es sind auf jeden Fall Tunnel da. Ich wollte schon lange die ganze Zeit zwischen den Folgen den Autosave ausmachen. Weil der bringt mir immer so einen kleinen Ruckler rein und das ist mir nicht so ganz. Jetzt machen wir das einfach so. Wir machen jetzt hier einfach vor die Türen ein paar Abflüsse hin. Dass da nichts drunter geht und dann würde ich sagen, sollte das glaube ich reichen. Ja, um die Dings kümmern wir uns gleich. So, das so. So. Hier. Hier. Hier so. In die Tunnel, genau. Weil hier ist einer. Tunnel. Und der Hund hier hinten hat er doch nicht so unrecht. Also hier ist auf jeden Fall was. Oh. Jetzt warten wir einfach mal ab. So, jetzt wird da unten erstmal das gebaut. Genau, wir haben jetzt hier das da. Dann kommt jetzt hier ran.
Doch, da reicht, wenn ich 6 mache. Doch, das reicht. Drei weitere Bewährungsräume. Und immer mehr. Ja, das wird wieder dieser doofe Bug sein. Weil hier unten, glaube ich, ist das jetzt langsam im Griff gegangen. Also ich, hier unten, der Hund läuft flank und findet nichts mehr. Verrückt. Ja, die sollen die Tunnel eigentlich schon lange verschüttet haben. Ist aber im Auftrag gegeben schon. Genauso wie hier unten. Ja, der ist schon zu sogar. Warum ist denn hier oben eigentlich kein stationierter Polizist? Verrückt. Ja, genauso wie an der Tür. Hier muss eigentlich auch immer einer stationär sein. Ja, dem muss ich jetzt aber auch noch sagen, dass er da stationär sein soll. So. Genau, weil das werden die Bewährungsräume. Und wenn ich jetzt hierher gehe, hier noch eine Mauer reinziehe, dann ist das 1, 2, 3, 4, 5 Innenbereich. So, und jetzt kann ich über das Klonwerkzeug. So. So. Und so hergehen. Plus die immer falsch gesetzten Türen müssen wir abreißen. So, wobei, so geht's ja eigentlich. So. Dann brauchen die unten noch Strom. Das sollen sie aber kriegen. So, und dann kommt hier aber wie so eine Art kleiner Vorraum noch hin. So, durch das dann hier noch eine zusätzliche Tür führt. Da dann ein Metalldetektor dran ist. So. Und hier dann noch mit zusätzlichem Strom. Das Ganze hier noch versorgt wird, dass das nochmal ein zusätzlicher Bereich ist. So, und jeweils hier Sicherheit ist. Ja, das ist, glaube ich, wirklich nur ein Bug. Das ist echt doof. Genau, jetzt müssen wir bloß hier unten, jetzt müssen wir bloß mal nachzählen, wie viele der hier schon hat. Aber wir haben jetzt drei Kameras mehr. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also noch zwei Stück kann er haben. Also zwei Stück kann er noch kriegen. Dann machen wir einmal die hier ran. Und einmal die hier noch dran. Die hier. Und die nächste kommt dann schon an den nächsten Überwachungsmonitor. So. Aber trotzdem, genau. Dann fährt immer noch eine Dusche Wasser. Ja, an einer Stelle habe ich es wieder zu weit gebaut, an der anderen wieder zu kurz. Oh. Was machen wir als nächstes? Genau, wir gucken hier, da kommen auch noch Kameras rein. In die Duschen. Und auch immer eine fest positionierte Wache. Das haben wir, glaube ich, hier auch drin. Ja. Wir haben sogar in der Küche eine Wache drin immer. Okay, dann tun wir da auch irgendwas in die Küche eine rein. So. Gut, natürlich müssen wir den da unten auch noch in den Bewährungsplan mit aufnehmen.
Bewährung, Bewährung, Bewährung. Haben wir wo? Haben wir wo? Haben wir wo? Bewährung da. Jetzt müssen wir mal nur kurz gucken, wie das soweit alles passt. Wenn wir das einrichten können. So, nein. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Schau, aber das sind doch nicht alle Bewährungsräume, die wir haben. Wir haben doch schon ein paar mehr. Ach, da hinten. Wir haben 6 Bewährungsräume. Okay, dann habe ich eins zu viel gemacht. Und das hier wieder entfernen. So, Bewährung allgemein können wir da noch zweimal machen. Damit dann alle Dings ausgelastet sind. Alle Bewährungsräume. Oder habe ich nicht so geguckt? Ne, das passt hier rein. Und das passt hier rein. So, perfekt. Dann haben wir alle Räume jetzt auch mal ausgestattet damit. Genau, hier die hier. Und die hier. Perfekt. Jetzt fangen wir aber erstmal an. Und zwar habe ich jetzt hier Lust, überall die Gehwegplatten hinzumachen. Also die Bettoplatten. Nein, Gehwegplatten. So, und dann kann man hier auch mal Wege planen. So. So. So rüber. Dann hier so runter. So. Dann kommen wir hier noch einen Weg lang. So, hier rüber. Dann hier so rüber. Das ist zu wenig, aber das können wir ja so machen. So. Hier in dem Bereich reicht so ein Weg. So. 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 Das Lager kommt auch noch ein Weg rein. Und dann hier. Da kommt ein Zweierweg hin, der schließt dann an den an. So. Oh Mann, hey. Ohne Witz, die ganze Zeit. Die ganze Zeit tun die hier nichts finden, die Dappen, die Lackaffen. Und jetzt, selbst jetzt noch nicht mal. Ey, das gibt's doch nicht. Mann. Nichts die ganze Zeit finden und dann auf einmal hier einer ausgebrochen. Ja, das hat jetzt natürlich unseren Cashflow voll ins Negative geschmissen. Ihr seid doch solche Superkrieger. Wofür bezahle ich denn euch überhaupt? Oh. Naja klar, jetzt ist einer abgehauen, jetzt habe ich wieder einen negativen Cashflow, weil ich keine Tage ohne Vorfall habe. Mann, hey, wofür bezahle ich die überhaupt? Hey. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, oder? Kann man doch echt nur mit dem Kopf schütteln. So, und aus welcher Zelle kommt er? Natürlich aus der. Und wo hat der Hund die ganze Zeit angeschlagen? Hier in dem Bereich. Boah, hey, das gibt's doch nicht. So, jetzt ist hier wieder was. Jetzt hier, ohne Witz, Jungs. Durchsucht doch die Zellen direkt nach dem Scheiß-Tunnel. Mann, ey, jetzt habe ich wieder einen negativen Cashflow. Klar, Kredit haben wir auch wieder einen am Laufen. Da können wir starten eigentlich. Das haben wir eigentlich doch schon fast. Das haben wir doch, können wir doch eigentlich schon fast machen, oder? Ne, die finden hier nichts. Oh Mann.
Na ja, gut. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also, ciao.